Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute gibt es wieder einen Tag für euch und zwar habe ich mich inspirieren lassen von Book Friends Forever, die den Herbstbook-Tag neulich gemacht haben. Das Original kommt von meinbücherparadies.blogspot.com, werde ich euch aber alles nochmal in meiner Episodenbeschreibung verlinken. Dieser Tag hat 10 Fragen und ich dachte, er würde gut in diesen Monat passen. Die erste Frage lautet: Kastanien sammeln. Zeige eine Reihe, die du zusammentragen musstest, obwohl du erst ein oder sogar gar kein Buch davon gelesen hast. Oder habe ich viele? Ich habe Simon Becketts David Hunter Reihe zum Beispiel erstmal gehordet und dann gelesen oder angefangen zu lesen. Harry Hole Reihe von Joe Nesbo. Die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare hatte ich zumindest 4 der 6 Bücher, bevor ich überhaupt eins angefangen habe. Pretty Little Liars von Sarah Shepard habe ich wegen der Fernsehserie angefangen mir zuzulegen und habe dann, glaube ich, die ersten 8 Bände sozusagen auf dem Sub schon von 14, 20. Ich keine Ahnung, ich habe es gerade nicht präsent, aber es sind sehr, sehr viele Teile noch mehr, die dann dazu kämen, wenn ich sie endlich mal anfangen würde. Und die gesamte Gone-Reihe mit 6 Büchern von Michael Grant, die soll nämlich auch sehr, sehr gut sein. Irgendwie ist man doch ein bisschen bekloppt im Kopf, ne? Als Büchermensch so. Weiß ich auch nicht, fällt mir so auf gerade. Zweitens, Regenschauer. Zeige ein Buch, das erst gut begonnen, dich dann aber furchtbar enttäuscht hat. Da sind mir zum Glück nur 3 eingefallen. Einmal das Jesus-Video von Andreas Eschbach. Ja, weiß gar nicht, ob ich da jetzt so viel noch mehr zu sagen soll. Es war einfach echt gut gestartet, irgendwie coole Prämisse. Da geht es darum, dass in einem Grab bei einer archäologischen Ausgrabung eine Videokassette gefunden wird in Israel, wo eben ja Jesus drauf zu sehen ist, also ein Beweis für Jesus' Existenz. Und da geht natürlich ein riesen Heckmeck los zwischen mächtigen Leuten aus dem Religionsbereich, aber auch eben von dieser Ausgrabungsstätte, von Privatmenschen, die sich da noch zwischen tun und so weiter und so fort. Und es war halt insgesamt ja gut gestartet, stark gestartet, aber irgendwie wurde es dann immer abstruser zum Schluss hin und als sehr, sehr mit vielen Zufällen sozusagen. Das war mir ein bisschen zu viel. Gut gestartet hatte es. Ebenso, Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Das ist ein Thriller. Ich habe das meiste verdrängt. Ich weiß nicht, ich war wahnsinnig enttäuscht. Schon ab der Mitte des Buches ging das logisch komplett in den Keller. Und ich war echt, hinterher sind irgendwelche Leute, die eigentlich tot vor einem gelegen haben, der eigentlich erkennen müsste, ob das, also ich meine, man weiß ja und sieht ja, ob jemand wirklich tot ist oder nur markiert. Die waren dann auf einmal wieder alle lebendig und so. Nur so ein Quatsch. Also ich dachte halt, es wäre so ein normaler Thriller irgendwie. Und es wurde dann zu einer halben Weltverschwörung, die noch irgendwas mit dem Vater und dem Halbbruder und irgendwie ganz, ganz merkwürdig tatsächlich. Also ich werde diese Reihe nicht weiterlesen und ich finde die total, ja, ich war total enttäuscht tatsächlich vom ersten Teil. Und Hör mir zu, auch wenn ich schweige, von Abby Greaves. Das war tatsächlich eine Empfehlung vom Kanal Book Friends Forever und ich habe dann dazu gegriffen und muss sagen, es hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich es gedacht habe. Also das war nicht schlecht geschrieben oder so, überhaupt nicht. Es war auch nicht überzeugend, aber es war einfach, hat sich in eine Richtung entwickelt, wo ich keine Lust drauf hatte, ehrlich gesagt. Weg von einem Pärchen, um das es vordergründig ging, hin zu einer Tochter mit Problemen. Frage Nummer 3. Drachen steigen lassen. Zeige ein Buch, mit dem man sich in ein Abenteuer stürzt. Liebe diese Frage. Percy Jackson fand ich sehr, sehr gut für diese Abenteuerlust. Das ist von Rick Riordan eine Reihe rund um griechische Götter und quasi deren fiktive Kinder. Und das ist wirklich ein reines Abenteuer, weil erstens lernt man so ein bisschen die Hintergründe und so die Strukturen, die Kultur quasi kennen von diesen Göttern, die sozusagen schon ewig existieren und so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und gleichzeitig gilt es, ganz, ganz viele Sachen abzuwenden oder irgendwas zu beschaffen oder so. Und ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß. Die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier fand ich auch sehr abenteuerlich. Das ist eine, ja, mehr oder weniger Zeitreise-Trilogie, wo auch super viele Abenteuer bestanden werden müssen. Und gleichzeitig ist es auch ja schön jugendlich geschrieben und auch mit so der ersten Liebe und so und spielt in London und ja, ist einfach richtig, richtig charmant, die Reihe. Und was ich noch nennen kann, ist Artemis Fowl von Owen Colfer. Auch eine Reihe, die sehr fantastisch ist, die eher so im Kinder- bis Jugendbuchbereich angesiedelt ist. Eher schon fast Kinder als Jugend, muss ich sagen. Und die toll zu lesen war, also wirklich ganz abenteuerlich. Das Einzige, wo es mal so ein bisschen Richtung Jugendliche kippt, ist der Gebrauch von diversen Waffen. Und ja, da wird ziemlich viel rumgeballert, ist also auch so ein bisschen actionmäßig tatsächlich und ja, perfekt eigentlich, um sich in ein Abenteuer zu stürzen. Da geht es um einen normalen Sterblichen, der aber sehr, sehr intelligent ist
Und der Spitz kriegt, dass es eine Fantasy-Welt sozusagen in Irland noch daneben gibt. Also dass Feen und Gnome und was man alles so aus der Folklore kennt, wirklich existieren. Und begibt sich dann in etliche Abenteuer in der ganzen Buchreihe. Sehr zu empfehlen. Frage Nummer 4. Indian Summer. Zeige ein Buch in den Farben Rot, Orange oder Gelb. Muss nicht zwingend alle Farben im Cover haben. Hier möchte ich auch ein paar Empfehlungen aussprechen. Ein Buch, was ich ewig nicht zur Hand genommen habe, aber was eben die Farben beinhaltet und was sehr gut zu lesen war, würde ich gerne mal rereaden. Die Asche meiner Mutter von Frank McCourt. Das ist eine Familiengeschichte von einem, also auch seine eigene Geschichte tatsächlich, die ist so weit wahr. Und da geht es um eine irische Arbeiterfamilie, ziemlich arm, die irgendwann dann nach New York auswandern und eigentlich so, ja, deren Alltag, wie ist das gesellschaftspolitisch gewesen und wie sind vielleicht auch die Unterschiede zu den USA und so weiter. Und es war sehr, sehr eindrücklich und toll geschrieben und würde ich sehr, sehr gerne nochmal wieder lesen, um das aufzufrischen, wie das so war. Wiederum recht lustig, unterhaltsam fand ich Wir fangen gerade erst an von Katharina Ingelmann-Sundberg. Das habe ich irgendwie zu gegriffen und dachte so, ja, wird bestimmt ganz, ganz okay so, aber wird jetzt nicht irgendwie super toll. Aber ich muss echt sagen, ich überlege, ob ich davon die Nachfolger auch nochmal in die Hand nehme. Da geht es nämlich um Freunde im Rentenalter, die sich denken, ach ja, Rentner und alte Menschen werden ja sowieso immer übersehen und selbst wenn, ist ja eigentlich auch egal, ob wir jetzt im Heim sitzen oder im Gefängnis, deswegen lass mal eine Bank ausrauben. Und dann drehen die halt so verschiedene Coups und werden halt auch überhaupt nicht geschnappt, weil sie halt auch so clever da irgendwie vorgehen und weil sie halt keiner irgendwie verdächtigt und so. Und das ist einfach richtig lustig gewesen, das erste Buch. Und auch knallgelb. Und auf dem Sub habe ich noch Haie in Zeiten von Erlösern von Kawaii Strong Washburn. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gelesen. Aber das ist auch so eine hawaiianische, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Familiengeschichte oder eher so gesellschaftskritische Geschichte. Denn da geht es auch eben viel um ja, das Leid der Hawaiianer, wie es da aktuell gesellschaftlich so aufgestellt ist und was für Chancen, aber auch was für Perspektiven sie auf Hawaii, aber auch abseits davon quasi überhaupt so haben momentan. Frage Nummer 5, Blätterrascheln. Zeige ein Buch, bei dem die Seiten nur so dahingeflogen sind. Da habe ich rausgesucht die Haber-Connelly-Reihe von Shalane Harris. Da geht es um eine übersinnliche Ermittlerin, die von den Toten erfahren kann, wer sie umgebracht hat, beziehungsweise die letzten Sekunden ihres Lebens nochmal mit denen quasi durchlebt. Also sie kann quasi Geister aufspüren, beziehungsweise eben ja, mit denen die letzten Sekunden ihres Lebens quasi nochmal zusammen erleben. Und es ist gleichzeitig so ein bisschen Krimi-mäßig, Fantasy-mäßig, aber auch eine Liebesgeschichte, die da drin vorkommt und alles auf einer sehr erwachsenen Ebene. Dann Jugendbuch, Vampire Academy-Reihe von Rochelle Mead. Ich meine, das hat einfach mal 6 Bände und ich bin so schnell da durchgeflogen, weil es mich einfach komplett gepackt hat. Ich war total im Fieber. Da geht es um eine Vampirgesellschaft mit verschiedenen mehr oder weniger Kasten innerhalb der Vampire und einem, ja, so eine Art Gegenspielerkaste sozusagen. Ganz interessant von der Gesellschaft her, wie das so aufgebaut ist. So ein bisschen russisch angehaucht, glaube ich auch. Und da geht es eben um Protagonistinnen, die total einnehmend sind, wie ich finde. Um eine große Bedrohung, um einen Krieg. Und ich bin da total durchgeflogen. Es geht auch um die große Liebe, die erste große Liebe. Vielleicht sogar auch die einzige große Liebe. Es sind tolle Interaktionen. Also es sind relativ viele Personen auch mit dabei, die sich halt gegenseitig kennen und dann miteinander eben auch in Berührung kommen in diesen Büchern und Beziehungen zueinander haben in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und auch das hat sehr viel Spaß gemacht, wie die sich dann teilweise so auch Schlagabtäusche liefern. Und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich bin total durchgeflogen. Was ich auch nicht weglegen konnte, war Erebos von Ursula Poznanski. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe. Aber da geht es eben um ein gefährliches Spiel, was vom Computer quasi weg auch in die Außenwelt getragen wird und wo dann auf einmal Leute sich verletzen bzw. verletzt werden oder auch bis zu sterben tatsächlich. Und es geht gleichzeitig darum, so eine Art Rollenspiel-Fantasy-PC-Spiel quasi, wo man sich hochleveln muss und bestimmte Quests erledigen muss und so. Und das war einfach richtig, richtig gut. Dann konnte ich nicht zur Seite legen die Illuminae-Reihe von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Zumal das auch so aufgebaut ist, also erstmal ist es super spannend. Da geht es nämlich um ein Ex-Pärchen, was auf einem Planeten zusammen wohnt quasi. Also Jugendliche, deren Familien dann entsprechend. Und dieser Planet wird angegriffen und überfallen. Und dann müssen sie fliehen mit einem Raumschiff, mit mehreren Raumschiffen. Und das ist halt so, ja, Jugend-Sci-Fi, sage ich jetzt mal. Sehr spannend. In sich ja auch schon, weil sie quasi fliehen müssen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass das Ganze wie so Gerichtsakten aufgebaut ist und viel ist irgendwie geschwärzt oder es sind dann eben bestimmte Seiten sehen aus wie irgendwelche Protokolle.
Chatverläufe, Bilder, Zeichnungen, auch grafisch ganz viel gearbeitet mit verschiedenen Schriften. Und dementsprechend war das eben auch sehr, sehr schnell zum Durchblättern in Anführungsstrichen. Also manchmal war halt nicht so viel Text auf einer Seite, deswegen definitiv ein Blätterrascheln. Und was ich auch total mochte, was ganz anderes, ist Laufen, Essen, Schlafen von Christine Thürmer. Das ist eine erfolgreiche Karrierefrau gewesen, die raus musste, raus wollte. Und dann hat sie Sabbatjahre eingelegt und solche ganzen Sachen, teilweise auch ihre Jobs gekündigt, teilweise ihre kompletten Wohnungen aufgelöst sozusagen, um bestimmte Wanderwege zum Beispiel zu bestreiten. Und oh, erstens habe ich total Bock gekriegt, wieder zu wandern, als ich das gelesen habe. Und zweitens fand ich das auch einfach super spannend, was ihr das so gibt. Und fand ich einfach richtig, richtig gut. Da waren teilweise dann auch so ein paar Bilder mit dabei und einfach so, sie beschreibt eigentlich nur, wie sie da diese Wege lang geht und wie vorher ihr Leben so ein bisschen ausgesehen hat und danach vielleicht auch noch so ein bisschen. Aber trotzdem hat das so total die Sogwirkung für mich entwickelt. Frage Nummer 6. Abwarten und Tee trinken. Ein Buch, bei dem du anfangs nicht abschätzen konntest, in welche Richtung es sich entwickeln würde. Da habe ich aufgeführt Couchiel von Jacqueline Carey. Ist eine ganze Reihe. Und es ist so ein bisschen Slow Burn, also der Beginn ist sehr, sehr langsam erzählt. So kennt ihr vielleicht auch, wenn man noch so die halbe Kindheit irgendwie noch mitkriegt und eigentlich geht es aber dann um die erwachsene Frau in dem Fall. Aber da konnte ich erst so gar nicht richtig einschätzen, wird mir das jetzt gefallen oder nicht. Und dann hat es aber gut Fahrt aufgenommen, ich habe mich total in die Charaktere verschossen, fand es einfach mega gut erzählt und war dann doch sehr, sehr zufrieden damit. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein bisschen was für Erwachsene, würde ich mal sagen, denn da geht es um eine junge Frau, die sie empfindet quasi sexuelle Lust, wenn sie Schmerzen zugefügt bekommt. Und das ist so eine Art Parallelwelt, möchte ich mal sagen, die auch so ein bisschen französisch angehaucht ist. Und dort ist das eben so, dass es bestimmte Götter gibt. Und zwar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist in dieser Parallelwelt Jesus nicht Single gewesen, so nach dem Motto, sondern hatte da eben noch Namaa, das war seine Gefährtin. Und die war eben auch, also so ein bisschen wie Maria Magdalena, wenn ich das richtig einschätzen kann. Und die war halt in dieser Welt eben eine Prostituierte und ist so ein bisschen so die Mutter der Nation geworden sozusagen oder die Muttergöttin oder wie auch immer. Und da in der Gesellschaft ist eben auch, wird alles komplett locker gesehen, was irgendwie Sexualität betrifft. Also jeder weiß von jedem Vorlieben. Es ist im Grunde so wie übers Essen zu reden so und es ist kein Tabuthema sozusagen in der Gesellschaft. Und da werden eben auch teilweise Kurtisanen ausgebildet und sie ist eben eine davon, eben wegen ihrer besonderen Gabe ist sie besonders wertvoll und gerät dann eigentlich eher in die, also sie wird dann quasi gekauft in Anführungsstrichen, hat aber der Mann, der sie kauft, der möchte sie eher intellektuell ausbilden auch nochmal dazu. Und das ist alles super mit so politischen Intrigen und gesellschaftsmäßig und so richtig clever geschrieben, aber auch gleichzeitig ist jetzt nicht trocken oder so, im Gegenteil. Also es ist gut geschildert und auch die ganzen Beziehungen der Charaktere zueinander und so weiter und so fort fand ich richtig gut. Deswegen ist das eine meiner Buchempfehlungen zu dieser Frage. Dann möchte ich noch nennen Sonderdezernat Q-Reihe von Jussi Adler-Olsen. Schlussendlich muss ich sagen, dass ich mich dazu entschlossen habe, sie nicht gut zu finden. Aber so die ersten paar Bücher habe ich noch gelesen und irgendwann wurde es mir dann ein bisschen zu abgedreht, weil dann so, also es ist so eine Art Krimi-Reihe, könnte man sagen. Vielleicht auch Thriller, weil teilweise sind da noch so akute Fälle auch noch mit dabei. Aber eigentlich geht es um dieses Sonderdezernat Q, was quasi im Keller sitzt und Cold Cases bearbeitet. Und da ist eben ein Ermittler wird dafür abgestellt und die Reinigungskraft macht dann irgendwann auch mit und dann wachsen sie und lösen halt ganz alte Fälle, die aber wie gesagt teilweise auch noch bis in die Gegenwart reinragen, teilweise auch sehr blutig und brutal beschrieben und werden dann immer größer, kriegen dann noch eine Sekretärin und pipapo, also ist so, glaube ich, eine Reihe, die auch viele sehr, sehr gerne lesen, kann ich auch verstehen. Für mich war es ein bisschen zu blutig und ein bisschen zu übertrieben und unlogisch. Das hat halt so ein bisschen Actionfilm und Cobra 11 Feeling, weil da teilweise dann irgendwelche Explosionen passieren, aber natürlich passiert dem und dem nichts, der eigentlich hätte tot sein müssen in der realen Welt und solche Späße. Und ja, irgendwann fängt auch die Sekretärin noch an und hat oder entwickelt, weiß ich nicht, eine gespaltene Persönlichkeit und kommt an dem einen Tag als die eine Person und an dem anderen Tag als eine andere Person. Das war mir dann irgendwann so abgedreht tatsächlich. Und Ein Mann namens Ove von Fredrik Backmann wusste ich auch ganz lange nicht, finde ich das jetzt gut oder finde ich das jetzt nicht gut, weil da geht es so um so einen griesgrämigen alten Mann, der so Leute anschwärzt, die bei ihm in der Siedlung irgendwie falsch parken oder irgendwie den Müll
nicht richtig trennen oder weiß der Kuckuck was. Also er findet eigentlich immer was zu meckern. Und nach taucht man dann aber ein in dieses Leben von ihm. Ja, findet ihn eigentlich immer und immer sympathischer und merkt dann auch, dass bestimmte Abneigungen einfach dessen geschuldet sind, dass er in seinem Leben auch echt schon viel Mist erlebt hat und das dann einfach in der Zukunft vermeiden möchte. Und das ist so ein richtiges Herzensbuch geworden. Aber so zu Anfang dachte ich so, okay, finde ich den jetzt gut, den Menschen, oder nicht? Weil irgendwie war der so wahnsinnig unsympathisch zu Anfang. Frage Nummer 7, Kuscheldecke. Zeige ein richtiges Wohlfühlbuch. Da habe ich für euch mitgebracht das Wolkenschloss von Kerstin Gier. Lest es bitte im Winter. Es ist so, so schön. Es hat auch seine Längen. Also ich habe, glaube ich, dreimal versucht reinzukommen, bis es dann schlussendlich geklappt hat. Aber es ist wirklich richtig cool, wenn man dann mal drin ist. Also super atmosphärisch. Es geht um eine junge Praktikantin sozusagen, die in so einem ganz altehrwürdigen Hotel in den Bergen in der Schweiz ein Praktikum macht. Auch nicht richtig weiß, wo sie hin will in ihrem Leben. Und dann passieren dort eben Raubüberfälle, sondern so verschiedene, so wie so eine Art Serie an Räuben, nennt man das so. Und sie ermittelt dann quasi so ein bisschen und gerät dann auch selber in Gefahr. Also es ist super spannend zum Schluss gewesen. Und zu Anfang raus ist es eher so ein bisschen verschneite Winterromantik, Hotelcharme und auch so die erste große Liebe. Was ich auch als richtiges Wohlfühlbuch empfinde, ist die Heartstopper-Reihe von Alice Oseman, weil es da um die Geschichte von zwei Jungs geht oder jugendlichen Jungs, die halt sich ineinander verlieben. Der eine ist offen schwul und der andere wusste gar nicht so genau, dass er quasi bisexuell ist. Und wie die beiden sich einfach kennenlernen, das ist so ein Graphic Novel übrigens, das ist auch so eine Webserie, die quasi nochmal jetzt nach und nach als Bücher auch richtig rauskommen. Und es ist einfach super schön gezeichnet und ist einfach auch irgendwie herzerwärmend, wie die beiden sich so langsam aneinander rantasten und gar nicht so genau wissen, okay, ist das jetzt was zwischen uns oder nicht? Weil der eine, wie gesagt, ja auch gar nicht richtig, bevor er den anderen kennengelernt hat, gar nicht richtig wusste, dass er auch auf Männer steht. Und ja, es ist einfach richtig süß. Frage Nummer 8, Schalstricken. Welches Buch oder welche Reihe hätte verlängert werden sollen? Also ich finde eigentlich immer in der Kürze liegt die Würze. Ich bin mein komplettes Bücherregal abgegangen und dachte so, nee, die Reihe ist perfekt so, wie sie ist. Wenn sie länger gewesen wäre, wäre es irgendwann vielleicht nochmal künstlich aufgebläht, irgendein Konflikt nochmal rausgekramt worden, der einfach gar nicht Not getan hätte. Und ich mag es dann lieber, wenn es weniger Bände sind, aber dafür eben auf den Punkt und wirklich gut. Ich hasse das auch, wenn in Serien gemerkt wird, wow, wir sind ja jetzt eine Cash-Cow, wir scheffeln hier richtig Geld. Boah, lass uns mal nochmal irgendwie 3 Staffeln mehr dazu erfinden. Und eigentlich, also der Qualität tut das nie gut. Ist mir jetzt jedenfalls bisher noch nie so aufgefallen, so nach dem Motto, wow, ja, je länger, desto besser. Im Gegenteil. Aber von Flavia de Luz, von Alan Bradley, würde ich super gern mal was Neues lesen und hoffe, dass da irgendwann mal wieder ein neuer Band rauskommt. Da geht es um eine junge Hobbydetektivin sozusagen. Die ist irgendwie 11, lebt bei ihrem Vater und mit ihren Schwestern in so einem ganz herrschaftlichen Herrenhaus in England und irgendwie ist bei ihr in der Nähe sterben ständig irgendwelche Leute und auch noch ganz unter mysteriösen Umständen teilweise. Sie ermittelt dann jedes Mal und das hat so ein bisschen morbiden Charme tatsächlich, weil Flavia auch ja sehr nüchtern ist, chemiebegeistert ist und auch, ja, das Elternhaus ist jetzt auch nicht unbedingt sehr heile Welt, sage ich jetzt mal, und deswegen macht sie halt super viel irgendwie alleine und mit sich selber aus und hat so ein bisschen Wednesday Addams Flair, finde ich. Vielleicht komme ich aber auch nur drauf, weil die Cover entsprechend ähnlich aussehen sozusagen, irgendwie vom gleichen Stil sind. Aber die machen auf jeden Fall total Spaß zu lesen, weil es einfach auch wieder so ein bisschen Cozy Crime ist. Sie selber ist eigentlich nie ernsthaft in Gefahr, also schon ab und zu mal, dass da irgendwie was ist mit den entsprechenden Mördern, die nicht gefasst werden wollen, aber es ist jetzt nie so, dass man komplett um sie bangen muss und deswegen ist es für mich ein Cozy Crime und ja, davon würde ich sehr, sehr gerne einen neuen Band lesen. 9. Frage, Halloween, zeige ein schauriges oder gruseliges Buch. Seit 3 Jahren möchte ich um die Halloween-Zeit Rebecca von Daphne du Maurier lesen, denn das soll sehr gruselig sein. Da geht es um eine Frau, die einen Mann heiratet, der früher schon mal verheiratet gewesen ist. Die kennt ihn auch kaum und zieht dann auf sein Anwesen Mandalay und irgendwie ist die frühere Frau Rebecca immer noch präsent. Ob das jetzt tatsächlich geisttechnisch zu lesen ist, also dass Rebecca als Geist darum spukt oder ob sie einfach sehr, sehr so ihre Spuren hinterlassen hat und quasi auch, ich glaube, die Haushälterin spielt auch eine große Rolle, die noch sehr auf die Rebecca quasi fixiert ist und wie die alles so gehandhabt hat und wollte und so weiter. Oder ob das jetzt, wie gesagt, richtig ein Geist ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber das soll gruselig sein und schaurig sein und passt eigentlich perfekt dazu. Und ich komme seit Jahren nicht dazu, das wirklich zu lesen und dazu zu greifen. Aber gut, was ich tatsächlich stattdessen geschafft habe, war zu der
The Diviners-Reihe von Libba Bray zu greifen. Da habe ich den ersten Band letztes Jahr um die Halloween-Zeit rum gelesen. Hat auch sehr gut dazu gepasst und ja, möchte ich gerne weiterlesen. Es ist 4 Bände gibt es davon und den zweiten gibt es auf Deutsch. Die anderen beiden sind auf Englisch aktuell nur. Ich glaube auch, die ist jetzt gar nicht so durch die Decke gegangen, die Reihe. Also kann sein, dass dann die weiteren Bände gar nicht übersetzt werden. Ist für mich jetzt nicht weiter wild, weil es auf Englisch ist und das kann ich ganz gut. Die möchte ich ganz gerne lesen und es ist tatsächlich auch eine der Reihen auf meiner Reihen-Leseliste sozusagen stehen in meinem Projekt Reihen, was ich dieses Jahr angefangen habe. Und was ich auch sehr gruselig und schaurig fand, war Home, Haus der bösen Schatten von Riley Sager. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Gruselgeschichte rund um ein Haus, also Haunted House mäßig, Spukhaus. Und da geht es um eine junge Frau, die vor 20 Jahren oder so Hals über Kopf mit ihren Eltern aus dem frisch bezogenen Haus ausgezogen ist. Und der Vater hat seitdem eben ein Buch geschrieben darüber, dass es in diesem Haus eben total spukt und dass sie deswegen Hals über Kopf das verlassen mussten, ist damit aber auch ein Bestseller geworden. Und ja, jetzt kehrt sie quasi nach dem Tod ihres Vaters dahin zurück, weil sie gerne antworten möchte und außerdem ist sie im Renovierungshaus-Business quasi arbeitstechnisch unterwegs und will eigentlich dieses Haus loswerden, also verkaufen. Stolpert da aber auch wieder über merkwürdige Vorkommnisse, die halt ähnlich wie in dem Buch von ihrem Vater eben sind. Und dann wird so immer in unterschiedlichen Kapiteln mal die Vergangenheit beleuchtet und dann die Gegenwart. Und das war auf jeden Fall sehr gruselig und sehr spannend. Auch wenn das Ende, da war mir ein bisschen zu viel los, sag ich jetzt mal. Aber es war durchaus plausibel, also so ist es jetzt nicht. Und insofern ist das eine super Buchempfehlung. 10. Frage, Lesen im Kerzenschein. Welches Buch wirst du in diesem Herbst noch lesen? Was ich wirklich, wirklich gerne schaffen möchte, ist die letzten 3 Bücher aus den 12 für 2022 Titeln zu lesen. Das sind einmal Dark Canopy von Jennifer Benkow, Maze Runner, Die Auserwählten in der Brandwüste von James Dashner, was der 2. Band aus der Reihe ist. Den ersten muss ich dafür nochmal rereaden. Und Der Schwarm von Frank Schätzing, der einfach irgendwie 38 Hörstunden hat. Also das wird ein bisschen dauern. Aber diese 3 sind ganz, ganz fest eingeplant, dass ich die gerne noch dieses Jahr lesen möchte, also im Herbst quasi, vielleicht auch noch im Winter, mal gucken. Aber ja, die 3 sind das und da ich die nicht gelesen habe, kann ich jetzt gar nicht riesig viel dazu sagen. Dark Canopy ist, glaube ich, Romantasy, also Romance und Fantasy gemischt. Jennifer Benkow habe ich schon mal was von gelesen und die schreibt echt gut. So im Jugendbuchbereich ist das auch angesiedelt und ich bin auch der Meinung, da gibt es noch einen Nachfolgeband zu, aber ich glaube keinen dritten. Also es ist, glaube ich, eine Dilogie und keine Trilogie. Und Maze Runner ist eine Trilogie. Da würde ich auch dann tatsächlich die anderen Nachfolgebände gerne in dem Zuge mitlesen. Also, beziehungsweise das ist ja jetzt Band 2, was ich auf der Liste habe. Also eins würde ich nochmal gerne rereaden, den zweiten dann eben entsprechend lesen und dann kann ich den dritten auch gleich hinterher schieben. Ist ganz cool von der Prämisse her und gibt es auch schon ewig als Filme. Da geht es um einen Typen, der in der Mitte von einem Labyrinth aufwacht und weder er selber noch der Leser checkt, was da eigentlich irgendwie los ist. Also was ist das für eine Gesellschaft, weil es muss irgendwie Sci-Fi-mäßig sein. Denn dieses riesige Labyrinth, in dessen Mitte er sich mit anderen Jungen, ausschließlich Jungen befindet, ist wie so eine Art Jugendgefängnis. Ich weiß gerade nicht mehr, ob permanent oder zumindest in der Nacht kommen auch irgendwie in diesen Gängen sind so Monster und sowas. Also hat auch einen Fantasy-Aspekt und sie kommen da halt nicht raus. Irgendwann müssen sie da aber irgendwie, oder sie wollen raus oder ich weiß nicht genau, weiß ich nicht mehr. Aber ja, sie wollen halt ausbrechen aus diesem Gefängnis quasi. Scheinbar schaffen sie es ja auch, wenn sie dann hinterher in der Brandwüste sind. Aber was das genau nochmal alles war, weiß ich schon nicht mehr genau. Aber es hörte sich auf jeden Fall super spannend an und es ist dann irgendwie eines Tages so, dass, wie gesagt, bisher waren nur Jungs dort und eines Tages kommt halt ein Mädchen, was dort eben aufwacht. Und das ist auch total merkwürdig beschrieben, weil die kommen so aus so einer Kiste aus dem Boden irgendwie raus und können sich an nichts mehr erinnern. Also er weiß auch nicht mehr, was seine Straftat war. Keine Ahnung. Kann ich mir noch keinen richtigen Reim draus machen, muss ich sagen, ob das wirklich jetzt eine Art Gefängnis ist oder ob das eigentlich, ob er vielleicht doch gar keine Straftat irgendwie begangen hat, sondern das einfach nur dort aufbewahrt wird oder so. Keine Ahnung. Ja, und dann Der Schwarm von Frank Schätzing ist quasi ein Öko-Thriller. Soll sehr gut sein, aber auch eben sehr, sehr lang. Und auch ein bisschen speziell, habe ich schon mal gehört jetzt. Und da geht es eben darum, dass, wie war denn das? Das ist auf jeden Fall eine ökologische Bedrohung irgendwie für den Planeten Erde da. Und dann wird aus so verschiedenen Perspektiven erzählt, wer das alles wann wie mitkriegt. Vielleicht auch, was für Gegenmaßnahmen da angesteuert werden und so weiter und so fort. Und schlussendlich muss die Erde gerettet werden. Ich glaube, es ist irgendeine Alge oder so, die irgendwie alles übernimmt. Oder war das sogar irgendwelche Außerirdischen? Ich keine Ahnung. Jedenfalls soll das sehr, sehr gut sein. Das haben auch wahnsinnig viele Leute schon gelesen und ihr habt es mir ja auch auf die 12 für 22 Liste gewählt. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir sehr gerne eure Antworten zu den einzelnen Fragen hinterlassen. Auf jeder einzelnen Podcast-Episodenfolge gibt es eine Kommentarrubrik und da freue ich mich auf eure Kommentare. Bis dann, eure Ilana. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.
Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuichereich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.